Heute gibt's wieder wahre Geschichten von Reddit. Ich weiß, ihr steht drauf. Also, lasst dem Video ein Like da, kommentiert etwas und abonniert unbedingt den Kanal. Außerdem läuft das zweite Gewinnspiel diese Woche, also klick ruhig hier, wenn du etwas gewinnen willst. Was fast noch besser als gewinnen ist, ist die Nerdstuff Factory. Wenn du auf Comics, Nerdstuff und vor allem Horror stehst, ist das genau die richtige Seite für dich. Es gibt Pullis, T-Shirts, Kaffeetassen, Taschen, alles was das Herz begehrt. Mit dem Rabattcode RASIEL10 gibt es 10% auf den gesamten Einkauf. Alarmanlage. Das hier ist etwas, was am vergangenen Freitag passiert ist, während ich babysitten war. Ich bin 21 weiblich, eine College-Studentin und babysitte seit ich 14 war. Ich bin keine Expertin, aber im Laufe der Jahre habe ich gelernt, vorsichtig zu sein, um mich zu wehren. Im Alter von 15 Jahren habe ich dann einen Babysitterkurs in unserem Jugendzentrum teilgenommen, sowie in einem Kurs zur Selbstverteidigung für Frauen. Deshalb babysitte ich mindestens einmal im Monat für diese eine Familie. Ich mag sie, weil sie mir mehr als meinen üblichen Stundensatz zahlen, weil sie ein großes Haus mit Internet haben, das ich für Hausaufgaben nutzen kann und weil die beiden Kinder erstaunlich gut erzogen und fügsam sind. Die beiden Eltern haben ein monatliches Ritual, bei dem sie gegen 17 Uhr ausgehen und kurz nach 2 Uhr morgens zurückkehren. Mir wird immer angeboten, im Gästezimmer zu schlafen und bis zum Morgen zu bleiben. Normalerweise bleibe ich einfach wach und benutze ihr Satellitenfernsehen und gehe dann, wenn sie zurückkommen. Das Haus liegt in einer netten Nachbarschaft, ohne viele Nachbarn. Es ist sehr ruhig. Außerdem ist ihr Haus mit einer Alarmanlage ausgestattet, für die ich den Code habe und die ich über mein Telefon aktivieren und deaktivieren kann. Also gehe ich mit ihnen immer Pizza essen in einem Lokal, das eine Art Spielhalle hat. Das mache ich, damit sie sich auspowern und früh ins Bett gehen. Außerdem ist das kleine Mädchen, auf das ich aufpasse, auf einer Mission, eine Familie von Plüschtieren aus dem Preisauszeichnungsgeschäft zu gewinnen. Also wäre ich der schlechteste Babysitter der Welt, wenn ich sie nicht dabei unterstützen würde. Wie auch immer, ich schweife ab. Ich saß an einem Tisch und sah den Kindern beim Ballspielen zu, während ich gleichzeitig auf meinem Handy SMS schrieb. Ein Pärchen kam herüber und setzte sich an denselben Tisch wie ich. Es war ein langer Tisch mit Eltern, die hier und da verstreut saßen, also war das nicht weiter beunruhigend. Das Paar sah ganz normal aus. Beide waren wahrscheinlich Mitte 20, vielleicht auch etwas älter. Sie unterhielten sich miteinander, aber dann fragte mich der Mann: Sind Sie diejenige, die auf die Kinder von Dr. So und so aufpasst? Die Eltern dieser Kinder sind beide Ärzte und in der Region, in der wir leben, wäre das eine hinreichend bekannte Information, aber ich entschied mich dennoch, seine Frage mit einer irrelevanten Aussage zu beantworten. Ich frage mich, womit die Pizza hier gemacht wird. Ja, ich weiß. Ich bin ein Meister der Täuschung. Ich verdiene einen Oscar für meine Leistung. Aber sie schienen meinen cleveren Trick sofort zu durchschauen. Sie fingen an, seltsame Bemerkungen zu machen. Sie sprachen über die Eltern der Kinder, sie kommentierten die Tochter und fragten sich, ob sie so hübsch wie ihre Mutter aussehen würde. Okay, meine Freunde. Ich weiß nicht, ob das unheimlich gemeint war, aber ich gehe auf Nummer sicher und tue so, als wäre es so. Dann sagte die Frau zu mir und ich zitiere: Lassen Sie dich wirklich so anziehen, wenn du auf Ihre Kinder aufpasst? Sie deutete mit ihren Augen auf mein T-Shirt, das zugegebenermaßen etwas eng war, aber nicht freizügig. Ich habe eine schlanke Figur und eine große Brust. In meiner Region in den USA herrschen gerade 32 Grad, ich kann also keinen Kapuzenpulli tragen. Und meine Brüste haben eine Art Crimson-Bloods-Beziehung zu jeder Art von Hemd, das Knöpfe hat. Das war für mich das Stichwort, die Kinder zu holen und ihnen ihre Preise zu bringen, damit wir abhauen konnten. Nach einer sehr nachdenklich stimmenden philosophischen Debatte bekamen beide ihre Preise und wir gingen zurück ins Haus. Spulen wir ein paar Stunden weiter. Beide Kinder wurden gebadet und ins Bett gebracht. Ich sang ein herzerwärmendes Goodnight Moon und las ein sehr gruseliges Kapitel aus, der Werwolf vom Fiebersumpf, vor, bevor ich sie ins Traumland brachte. Es war etwa 21 Uhr. Ich war mit den Hausaufgaben fertig und sah gerade fern, als ich auf der Veranda etwas hörte.
Zuerst dachte ich mir nicht viel dabei, aber der Türknauf begann heftig zu klappern. Zunächst ging ich zur Haustür, um zu sehen, wer es war, aber wie durch ein Wunder erinnerte ich mich daran, dass es spät in der Nacht war, dass ich allein mit zwei Kindern zu Hause war und dass ich unbedingt leben wollte. Ich drehte mich um meine Handtasche zu holen, in der ich meinen Taser aufbewahre. Während ich mich bewegte, fing auch die Hintertür an zu klappern und wurde von einem Klopfen begleitet. Da fiel mir ein, dass ich die Alarmanlage nach meiner Rückkehr nicht aktiviert hatte. In einem Horrorfilm hätte die Alarmanlage natürlich nicht funktioniert und die Eindringlinge hätten sich ihren Weg ins Haus gebahnt. Ich enttäusche euch nur ungern, wenn ihr etwas Aufregenderes erwartet habt, aber ich habe die Alarmanlage ganz einfach wieder aktiviert, ohne dass etwas passiert ist. Ich bin nach oben gerannt und habe mir die beiden Kinder geschnappt und sie im Zimmer ihrer Eltern in den begehbaren Kleiderschrank gebracht. Ich hasse es immer noch, dass ich sie erschreckt habe. Als ich sie abholte, gab ich ihnen keinen Hinweis darauf, was vor sich ging. Ich wollte ihr nicht sagen, dass jemand versuchte, in das Haus einzubrechen, aber die Angst, es nicht zu wissen, schien dabei schlimmer zu sein. Ich wies sie an, drin zu bleiben und sich ruhig zu verhalten und die Tür nur zu öffnen, wenn sie mich mit ihnen reden hören. Dann schloss ich die Schlafzimmertür ab, die einzige Tür im Obergeschoss, die sich abschließen lässt. Ich saß da mit meinem Taser und drückte den Panikknopf auf der Handy-App. Einige Minuten vergingen, dann erhielt ich über die App die Benachrichtigung, dass die Alarmanlage deaktiviert war. Ich hatte vor, den Notruf anzurufen, obwohl der Panikknopf das schon erledigt hatte. Aber ich fand es sinnvoller, die Anlage wieder zu aktivieren. Dann wurde sie wieder entschärft, also habe ich sie wieder scharf gestellt. Und dann noch einmal. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich hören, wie zwei Paar Schritte die Treppe hinaufkamen. Gut gemacht, Mädchen. Du hast dich mit zwei potenziellen Angreifern eingeschlossen. Ich habe mich den Kindern zuliebe zusammengerissen, aber ich war zu Tode erschrocken. Als ich die Schritte an der Tür hörte und sah, wie sich der Türknopf drehte, holte ich tief Luft und drückte den Abzug meines Tasers ab, nur damit sie wussten, dass ich bewaffnet war, auch wenn es realistisch gesehen nicht viel nützen würde. Ich teilte ihnen durch die Tür mit, dass der Alarm ausgelöst wurde und die Polizei auf dem Weg sei. Zum Glück wurde ich von einer vertrauten Stimme begrüßt. Hier ist Dr. So und so, du bist in Sicherheit. Ich öffnete die Tür, rannte in ihre Arme und begann zu schluchzen. Ich hatte erst gemerkt, wie viel Angst ich wirklich hatte, als es vorbei war. Die Kinder kamen heraus. Als ich den Alarm auf meinem Handy aktivierte, erhielten beide eine Benachrichtigung von dem Ort, an dem sie sich befanden. Mit der App kann man auch die Verandakameras anzeigen. Als sie die Benachrichtigung erhielten, dass der Panikknopf aktiviert wurde, sahen sie durch die Kamera, dass sich auf jeder Seite des Hauses Personen befanden, ein Mann und eine Frau. Als der Alarm immer wieder abgeschaltet wurde, versuchten sie ins Haus zu gelangen. Sie erstatteten Anzeige bei der Polizei und gaben eine Erklärung ab, in der sie die beiden Verrückten erwähnten, die ich zuvor diesen Tag getroffen hatte, obwohl es wirklich keine Beweise gab, die direkt auf sie hinwiesen. Die Kameraaufzeichnungen ergaben auch keine eindeutige Identifizierung der Gesichter. Also ja, ich war verängstigt, aber jetzt bin ich darüber hinweg. Ich bin nur dankbar, dass das Paar, für das ich babysittete, nah genug dran war, um es zu mir zu schaffen. Ich sage es nur ungern, aber ich finde die Reaktionszeit der Polizei schrecklich. Ich bin jetzt wieder in meiner eigenen Wohnung, eine Stunde entfernt. Ich habe mich einmal erkundigt, wie es den Kindern geht, und sie halten sich gut. Ich bin nur froh, dass sie in ihrem Haus angemessen geschützt waren, dass es nicht noch schlimmer gekommen ist. Happy. Ich werde euch die Geschichte meiner kurzen Begegnung mit einem Mann namens Happy erzählen. Ich bin sicher, dass es nicht sein richtiger Geburtsname war, aber es trägt zur gruseligen Atmosphäre der Geschichte bei. Obwohl es schon 9 Jahre her ist, denke ich manchmal immer noch an ihn, vor allem an trüben, bewölkten Tagen in L.A., genau wie an dem Tag, an dem ich Happy traf. 2013. Ich arbeite in einer Cannabis-Ausgabestelle in Venice Beach, einen Block von der Strandpromenade entfernt.
Gut 35% unserer Kunden waren Obdachlose. Gelegentlich versuchte jemand mit einer schweren Psychose hereinzukommen. Aber wenn sie schrien oder unverständlich waren, ließ die Security sie nicht herein. Wenn sie die heilige Dreifaltigkeit von medizinischen Papieren, Ausweis und Bargeld vorweisen konnten, durften sie gehen. Wir hatten ein Mitleidsprogramm, bei dem wir die paar Gramm, die von den Böden der Gläser übrig geblieben waren, in Tüten verpackten und jeden, der darum bat, ein Stück pro Person und Tag kostenlos gaben. Das hat sich auf der Promenade schnell herumgesprochen. In der Regel waren diese Leute die nettesten, höflichsten und rücksichtsvollsten Kunden, auch wenn sie ein wenig stanken und ihr Geld aus einer verschwitzten Socke gezogen wurde. Niemand, der dort arbeitet, würde mit der Wimper zucken, wenn jemand reinkommt, der so riecht, als hätte er eine Woche lang neben einer Flasche Wodka am Strand geschlafen, solange er nur in aller Ruhe sein Gras kauft und sich wie jeder andere Kunde aus dem Staub macht. Es war ein nebliger, kühler Tag um die Feiertage herum, irgendwann zwischen Thanksgiving und Weihnachten. Jemand rief nach mir, also war ich die einzige Person im hinteren Teil des Ladens, die sich um das Gras kümmerte. Ein weiterer Angestellter war an der Rezeption und der Wachmann an der Vordertür. Ich war allein im hinteren Raum, es gab Kameras, aber niemand beobachtete sie aktiv. Dieser Typ kam herein, nachdem er an der Vorderseite eingecheckt wurde. Er war der einzige Kunde im Moment. Und ich schwöre, der ganze Raum wurde kälter, als er hereinkam. Er trug eine sehr abgenutzte, stark verblasste, zerknitterte, seinem Körper angepasste, bodenlange Lederjacke und einen ähnlich abgenutzten, breitkrempigen Cowboyhut aus Leder. Er sah aus, als hätte er jahrelang in dieser Kleidung gelebt und geschlafen. Hüte, Kapuzen oder Sonnenbrillen waren im Laden nicht erlaubt und es wunderte mich, dass das Sicherheitspersonal ihn nicht gezwungen hatte, seinen Hut abzunehmen. Dieser Mann war mindestens 1,80 groß und gebaut wie ein Felsbrocken, nicht fettleibig, sondern so groß, dass er dich hochheben und wie eine Stoffpuppe umwerfen konnte. Der Gestank, der mit ihm kam, war anders als alles, was ich je zuvor oder danach gerochen habe. Es war mehr als Schweiß, mehr als Urin oder Kot. Es roch nach Tod, als hätte er rohe, verrottene Kadaver unter seinem dicken, langen Ledermantel versteckt. Ich dachte, ich wäre schon durch viele üble Körpergerüche abgehärtet, aber das hier war absolut abstoßend. Weit über das hinaus, was jemand riecht, der in letzter Zeit nicht geduscht oder sich in die Hose gepisst hat. Ich versuchte nicht zu tief einzuatmen und sagte: Hallo, Sir, entschuldigen Sie, würden Sie bitte Ihren Hut abnehmen? Großes Kundenservice-Lächeln. Wonach suchen Sie heute? Er grunzte tief, er ging sehr langsam, schlurfte und schleppte seine Füße. Seine Stimme klang, als würde er mit Kies gurgeln, rau und nass, rau und wütend. Ich nehme meinen Hut nicht ab. Zu diesem Zeitpunkt wollte ich mich auch nicht mit diesem Mann über seinen Hut streiten, sondern ihn rein und rausbringen. Ich warf einen Blick nach unten und sah, dass er keine Schuhe trug. Das bisschen, das ich unter seinem Mantel sehen konnte, war ein Knöchel, massiv lila-schwarz und geschwollen, melonengroß. Die Unterseiten seiner beiden Füße waren blutig und aufgerissen. Ich stellte fest, dass er eine leichte Blutspur hinterließ, während er seine zerlumpten Füße über den Betonboden des Ladens schliff. Mein erster Gedanke war, wie und warum der Sicherheitsdienst diesen Kerl reingelassen hatte. Der zweite war, dass dieser Kerl offensichtlich schwer verletzt war, und das war für mich als Mensch besorgniserregend. Ich achtete darauf, das Regal zwischen mir und dem Kerl zu halten, aber das war nur etwa 1 Meter Abstand, wie bei einer Bar. Er kam auf mich zu und der Gestank wurde stärker. Ich fragte sanft, aber aufrichtig: Sind Sie in Ordnung, Sir? Seine Augen funkelten mich an. Was interessiert dich das? Und ich dachte mir: Ich hab's versucht, nicht mein Stuhl, nicht mein Problem, nicht meine Affen, nicht mein Zirkus. Toll, was kann ich für Sie tun? Er zog einen seiner Ärmel hoch und entblößte seinen Unterarm, der mit großen, runden Brandwunden übersät war, wie von einer Zigarre, einige alt und verheilt, andere frisch und infiziert.
Es waren keine Brandspuren, es waren Verbrennungen. Er hatte auch ein gezacktes, hausgemacht aussehendes Tattoo eines Smileys, einen schiefen Kreis, zwei Linien für die Augen und die verschorfte Kurve eines Lächelns. Er zeigte auf diese Tätowierung. Happy. Mein Name ist Happy. Der faulige Gestank war so stark, dass ich kleine Atemzüge machen musste, so flach wie möglich. Ich bin hierher gelaufen. Ich bin den ganzen Weg von Pasadena hierher gelaufen. Ich sagte, wow, Sir, das ist ein sehr langer Weg. Was suchen Sie denn heute? Nur für dich. Seine Augen waren dunkel und bedrohlich. Er war mit einer Schmutzschicht beschmiert, als würde er im Wald leben. Er sah nicht aus wie ein durchschnittlicher Punk oder ein Veteran, den man normalerweise am Strand sieht. Es war schwer, sein Alter zu schätzen, aber er war weder alt noch jung, irgendwo zwischen 30 und 50. Er sah aus, als hätte er sich von seiner Blockhütte hierher geschleppt, als hätte man Ed Gein mit einem Siedler aus dem 19. Jahrhundert verwechselt und ihn dann ins Venice Beach des Jahres 2013 transportiert. Natürlich habe ich diesen Mann noch nie zuvor gesehen. Einmal war mehr als genug, um ihn unvergesslich zu machen. Er starrte mich weiter an und ich ging so weit wie möglich zur Wand zurück, hoffentlich aus seiner Reichweite heraus, falls er sich auf mich stürzte. Ich müsste hinter der Vitrine hervorkommen und um ihn herumgehen, um den Wachmann zu erreichen. Ich wägte meine Optionen ab und entschied mich, ein paar Mitleidgramm zu nehmen und dann ein Achtel abzuwiegen und zu notieren, dass ich es später bezahlen würde. Er starrte mich immer noch an und keuchte schwere, stinkende Atemzüge. Wir haben heute ein besonderes Angebot, nur für Leute, die mehr als 10 Meilen gelaufen sind, um hierher zu kommen. Das ist alles für Sie, auf Kosten des Hauses. Danke, dass Sie vorbeigekommen sind. Er nahm die Tüte entgegen, stand aber weiter nur da und starrte mich an. Danke, Happy? Es hat geklappt. Er grunzte ein gutturales Geräusch, das kein Wort war, und drehte sich langsam um, um zurück zur Tür zu schlurfen. An der Tür drehte er sich noch einmal zu mir um und sagte, »Wir sehen uns später.« Schließlich ging er hinaus und hinterließ einen Rest seines Todesgestanks. Gott sei Dank habe ich Happy weder später noch jemals wiedergesehen. Als ich den Sicherheitsdienst fragte, warum zum Teufel er ihn reingelassen hatte, sagte er, dass er seine blutigen Füße bemerkt hatte und sagte, »Hey Bruder, alles in Ordnung? Das sieht aus, als ob es weh tut.« Happy war vorhin getreten und hatte gedroht, »Dich zu erwürgen, dummer N-Wort.« Und da es nur er und zwei 22 Jahre alte, 130 Pfund schwere Mädchen waren, wollte er heute Abend nicht sterben und dachte sich, dass Happy hoffentlich einfach sein Zeug holen und gehen könnte. Er beobachtete die Kameras im Hintergrund und war bereit, die Polizei und die Besitzer zu rufen, wenn irgendetwas komisch wurde. Offensichtlich hatten wir unterschiedliche Definitionen von seltsam, aber ich verstand seine Reaktion. Und letztendlich geht es uns allen gut, wir sind nur erschrocken und verängstigt. Und jetzt müssen wir den Boden mit Bleichmittel und Handschuhen vom Blut befreien und unserem Chef eine SMS schicken, dass er uns kostenloses Gras schuldet. Er stimmte zu und wir lebten alle glücklich bis ans Ende unserer Tage. Ein Tag am See. Gestern habe ich meinen Sohn zum Angeln mitgenommen. Er wollte zu einem nahegelegenen See fahren, an dem wir schon lange nicht mehr waren. Die Gegend ist nicht gerade für ihre Schönheit bekannt. Als wir das letzte Mal dort waren, vor etwa einem Jahr, fuhr ein Auto vorbei und schrie mir zu, während ich mit meinem kleinen Sohn dastand. Schöner Arsch. Diese Art von Müllverhalten ist in dieser Gegend leider üblich. Der See ist auch dafür bekannt, dass man dort bis spät in die Nacht herumhängt und mit Drogen handelt. Aufgrund des guten Rufs des Sees hatte ich mit meinem Vater vereinbart, dass ich dort nicht länger als bis 4 Uhr nachmittags ohne ihn bleiben würde. Nun zur Geschichte. Mein 12-jähriger Sohn und ich fuhren zu unserem Lieblingsangelplatz, einem kleinen Teich auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Sees.
Fast sofort kam ein älterer Herr auf uns zu und fragte, ob es Fische im Teich gäbe. Ich antwortete ihm, dass wir gerade erst angefangen hätten, also noch nichts gefangen hätten, aber dass wir schon bei vielen anderen Gelegenheiten Fische in dem Teich gefangen hätten. Er bedankte sich für die Auskunft und ging zu seinem Platz auf der anderen Straßenseite zurück. Etwa 15 Minuten später kam ein anderer, jüngerer Mann mit einem Hund auf den älteren Mann zu. Ich konnte sehen und hören, wie sie sich unterhielten, aber sie machten keine Anstalten, uns an das Gespräch einzubeziehen, worüber ich sehr froh war. Ich wollte einfach nur den Tag mit meinem Sohn genießen. Leider war das Wasser im Teich unglaublich niedrig und trüb und ich wusste, dass wir kein Glück haben würden. Ich sagte meinem Sohn, er solle einpacken und wir würden es an einer anderen Stelle auf der anderen Seite des Sees versuchen. Als wir begannen, unsere Ausrüstung in den Kofferraum zu packen, schrie der jüngere Mann herüber: Tut mir leid, wenn mein Hund und ich sie verjagt haben. Ich sagte ihm, dass das kein Problem war und wir nur zu einem besseren Angelplatz umgezogen waren. Dann erzählte er mir, wie schön es war, eine Mutter zu sehen, die ihr Kind zum Angeln mitnahm, dass man das nicht oft sah und so weiter. Das höre ich oft, also bin ich daran gewöhnt. Wir unterhielten uns kurz darüber, während ich meine Sachen zusammenpackte und ich ging dann zur Fahrertür, um zu fahren. Bevor ich fahren konnte, fing der jüngere Mann ein weiteres Gespräch an. Diesmal fragte er mich, für wie alt ich ihn hielt. Das kam mir seltsam vor, aber manchmal war ich einfach zu nett, also beantwortete ich seine Frage. Ich sagte ihm, dass ich das Alter schlecht einschätzen kann, aber vielleicht 25? Er sagte mir, er sei 38 und ich sei zu nett und ich lachte darüber und sagte etwas wie: Ich arbeite mit Teenagern, also schätzen sie mich immer weit über mein Alter, nur um gemein zu sein. Er fragte, wo ich arbeite und ich sagte ihm dummerweise meine Stadt. Es stellte sich heraus, dass er auch dort wohnte und er fing an zu erzählen, dass er eine kostenlose Wohnung in dieser oder jener Straße bekommen hatte, weil seine Babymama ihn aus ihrem Haus geworfen hat. Ich glaube, er redete von irgendeinem staatlichen Hilfsprogramm. Weird Flex, aber okay, Mann. Zu diesem Zeitpunkt stand ich an der Autotür und hatte die Hand am Griff, während mein Sohn bereits auf dem Rücksitz saß. Dieser Kerl konnte den Wink nicht verstehen und fing an, mir alles über seine schreckliche Babymama zu erzählen und wie Frauen unterwürfig und ruhig sein und tun sollen, was ihnen gesagt wird. Er sagte ausdrücklich: Ich meine, es ist cool, dass du einen Köder auslegen kannst oder so, aber du bist immer noch eine Frau. Jetzt schrillten bei mir die Alarmglocken. Dieser Kerl hatte ein Gespräch begonnen, indem er mich dafür lobte, dass ich mit meinem Kind etwas typisch Väterliches tat. Jetzt machte er mich für dieselbe Sache runter. Er war von übermäßig freundlich und lobend zu aufgeregt und schimpfend übergegangen. Ich hätte unhöflich sein und einfach ins Auto steigen und fahren sollen, aber leider bin ich wie viele Frauen darauf konditioniert worden, höflich zu sein, selbst wenn wir uns unwohl fühlen. Stattdessen fing ich an, Kommentare abzugeben, in der Hoffnung, dass er sah, dass ich keine sanftmütige, unterwürfige Frau war, die ihm zustimmen würde. Immerhin war ich eine tätowierte Tussi mit einem Augenbrauenpiercing und zwei Lippenpiercings. Ich sah nicht gerade wie eine unterwürfige, kleine Hausfrau aus. Ich schätze, ich habe versucht, ihm genauso unangenehm zu sein wie er mir, in der Hoffnung, er würde mich in Ruhe lassen. Nachdem er gesagt hatte, dass Frauen nicht laut oder eigensinnig sein sollten, sagte ich ihm: Oh, dann würden sie mich ja gar nicht mögen. Er versuchte einen Rückzieher zu machen und sagte: Ich meine, es ist in Ordnung, laut zu sein, aber versuch das nicht bei deinem Mann, weißt du? Ich sagte: Mein Mann sagt mir gar nichts, ich tue, was ich will. Dieses Hin und Her ging noch eine Weile weiter, bis er schließlich den Kopf schüttelte und sagte: Ich verstehe einfach nicht, was für eine Frau sich so verhält. Ich antwortete: Eine starke Frau. Sobald die Worte meinen Mund verlassen hatten, schrie der ältere Herr von seinem Platz auf der Bank: Ja, sag das doch mal, Süße. Das lenkte den Widerling lange genug ab, damit ich ins Auto springen und die Türen abschließen konnte. Ich fühlte mich aber immer noch nicht sicher. Der Widerling wusste nicht, dass nur zwei meiner Autotüren funktionierende Schlösser hatten, aber wenigstens waren es die beiden auf seiner Seite. Ich steckte den Schlüssel ins Zündschloss und drehte. Keine Chance. Nichts. Ausgerechnet jetzt spielte mein Auto verrückt.
Jetzt war Panik angesagt. Während ich immer wieder versuchte, mein Auto zu starten, konnte ich ihn aus dem Augenwinkel sehen. Er war auf meine Autoprobleme aufmerksam geworden und versuchte, meine Aufmerksamkeit zu erregen. Als er ein paar Schritte auf mein Auto zuging, heulte der Motor endlich auf und ich fuhr los. Erst dann verlor ich die Fassung und führte ein langes Gespräch mit meinem Sohn über das, was gerade passiert war. An den älteren Herrn, der mein Unbehagen wahrgenommen und für Ablenkung gesorgt hat, ich würde mich jederzeit gerne wieder mit ihnen treffen. An den jüngeren, frauenfeindlichen Widerling, ich weiß nicht, ob ich tatsächlich in Gefahr war, aber mein Gefühl sagte mir, dass ich es war. Lass uns nie wieder treffen. Oh, und an meinen Dad. Ich schlage dir einen neuen Deal vor. Ich gehe nie wieder allein an diesen See, egal zu welcher Tageszeit. Die Zugfahrt. Letzten November war mein Bruder aus Dundee mit seinem dreijährigen Sohn bei uns zu Besuch. Seit mein Bruder aus Glasgow weggezogen war, sahen wir ihn und seine Familie nicht allzu oft und so freuten wir uns jedes Mal, wenn wir sie sehen konnten. Seine Frau konnte leider aus beruflichen Gründen nicht anreisen und nur einen Tag nach seinem Besuch wurde er wegen eines Notfalls zu sich selbst zurückgerufen. Sein Neffe wollte bleiben, da wir ihm Karten für das Fußballspiel am nächsten Tag gekauft hatten, also erklärte ich mich bereit, ihn nach dem Spiel zu seinem Vater nach Dundee zurückzubringen. Der einzige Zug, den ich bekommen konnte, war ein ziemlich später und es war der letzte des Tages. Also brachte ich meinen Neffen zum Fußballspiel und ging direkt danach zum Bahnhof. Der Zug war ziemlich voll, aber ich hatte uns zwei Plätze reserviert. Als wir gerade in den Zug einsteigen wollten, machte der Mann neben mir eine seltsame Bemerkung. Wie Sardinen, nicht wahr? Ich hasse Sardinen, sagte er. Ich fand das ziemlich merkwürdig und lachte nur unbeholfen darüber. Als wir zu unseren Plätzen gingen, bemerkte ich ein altes Ehepaar, das auf den Plätzen saß. Ich sagte ihnen, dass es unsere Plätze seien, aber sie waren ziemlich unhöflich und sagten mir, dass alte Leute während der Fahrt nicht stehen sollten. Ich hasse Konfrontationen, besonders in der Öffentlichkeit, also bin ich einfach gegangen. Es gab nirgendwo im Zug zwei Sitzplätze nebeneinander, sodass ich und mein Neffe gezwungen waren, etwa eine Stunde lang zu stehen, bis viele Leute im Zug endlich ausstiegen, als er in Perth hielt. Mein Neffe und ich setzten uns hin und ich schlief versehentlich ein, weil ich nach einem ziemlich langen Tag und einer Stunde Stehen im Zug so müde war. Da mein Neffe erst 3 Jahre alt war, schlief er natürlich auch ein. Ich wachte gerade auf, als die letzten Fahrgäste in Dundee ausstiegen. Ich bin schnell aufgesprungen und habe versucht, meinen Neffen so schnell wie möglich aus dem Zug zu holen, aber er war zu langsam und ich musste mit ihm im Zug bleiben, sodass wir die Haltestelle verpasst haben. Da der Zug eine kleine Verspätung hatte, fuhr er nun direkt nach Aberdeen, das noch etwa eine Stunde entfernt war. Ich setzte mich hin und versuchte, jemanden anzurufen, den ich kannte, aber ich hatte keinen Empfang. Ich geriet in Panik, denn ich wusste, dass es um diese Zeit keine Rückfahrtzüge von Aberdeen aus geben würde, was wahrscheinlich bedeutete, dass ich dort in einem Hotel übernachten musste. Ich versuchte, mich zu beruhigen und sah mich im Zug um zu sehen, ob es jemanden gab, der mir vielleicht helfen konnte. Mein Waggon hatte sich zu diesem Zeitpunkt mehr oder weniger geleert und es waren nur noch 3 andere Leute da. Eine ältere Frau, die ein paar Reihen vor mir schlief, ein junger Mann, der auf der gegenüberliegenden Seite ein Buch las und ein dritter Mann hinter mir. Ich sagte meinem Neffen, er solle weiterschlafen und begann zu planen, was ich tun würde, wenn wir in Aberdeen ankamen. Da mein Telefon keinen Empfang hatte, war das natürlich ziemlich schwierig und ich dachte, ich sollte den Mann hinter mir um Hilfe bitten. Ich sah ihn im Spiegelbild des Fensters und bemerkte, dass es derselbe Mann war, der vorhin die Bemerkung mit der Sardine gemacht hatte. Er war ein Mann mittleren Alters, von durchschnittlicher Statur und Größe und nichts deutete darauf hin, dass er in irgendeiner Weise gefährlich war. Außer einer Sache. Er starrte mich direkt an. Ich schaute kurz weg, weil ich dachte, dass er sich vielleicht nur im Zug umsah, so wie ich es eben tat, aber als ich wieder hinsah, starrte er immer noch. Sein Blick schien nicht abzureißen, bis er aufstand, um vermutlich auf die Toilette zu gehen.
Ich überlegte, ob ich in einen anderen Wagen umsteigen sollte, aber bevor ich meine Sachen zusammensuchen und meinen Neffen wecken konnte, kam er zurück, nur dass er diesmal auf einem anderen Platz saß und mir direkt gegenüber saß. Es dauerte ein paar unruhige Minuten, bis er seine erste Bemerkung machte. Da ist aber jemand müde, sagte er und nickte meinem Neffen zu. Ich lachte unbeholfen und steckte meine Kopfhörer ein, um nicht mit ihm reden zu müssen, obwohl mein Telefon gerade leer gegangen war. Das müssen ja tolle Kopfhörer sein, wenn man mit ihnen Musik hören kann, wenn das Handy tot ist, sagte er. Mir fiel das Herz in die Hose. Das war nur ein Scherz, sagte er, aber jetzt hatte ich keine Ausrede mehr, um ein Gespräch mit ihm zu vermeiden. Gehst du nach Hause oder besuchst du jemanden? Fragte er. Ich machte den Fehler, ihm zu sagen, was passiert war und dass ich meine Haltestelle verpasst hatte. Das ist eine schwierige Situation. Du wirst um diese Zeit keinen Zug mehr zurückbekommen. Ich nickte und sagte, ich würde mir einfach ein Hotel für die Nacht suchen. Daraufhin näherte sich meinem Platz und setzte sich mir gegenüber. Die Hotels werden alle ausgebucht sein und selbst wenn nicht, werden sie ein Vermögen verlangen. Ich habe ein Haus in der Nähe des Bahnhofs, dort kannst du übernachten und morgen früh den Zug nehmen. Ich werde dir und deinem Sohn aus dem Weg gehen, keine Sorge. Ich erklärte dem Mann, dass es nicht mein Sohn sei und dass ich gerne das Geld für ein Hotel zahle und versuchte höflich zu bleiben, indem ich sagte, dass ich ihm nicht zur Last fallen wolle, obwohl ich ihm eigentlich nur sagen wollte, er solle sich verpissen. Oh, glaub mir, du willst mir nicht zur Last fallen, sagte er in einem übertrieben freundlichen Ton. Ich fühlte mich nun äußerst entnervt, versuchte aber trotzdem mein Bestes, mich aus der Situation herauszureden. Dieses Gespräch dauerte noch etwa 10 Minuten und er drängte immer mehr darauf, dass ich bei ihm blieb. Ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte, ich fühlte mich völlig hilflos. Ich sagte ihm, dass ich auf die Toilette müsse, um mich von dem Wagen zu entfernen. In diesem Moment packte er mein Handgelenk unter dem Tisch. Du gehst nirgendwo hin, sagte er in gedämpftem Ton. Du bleibst bei mir, ich passe auf dich auf, sagte er mit extrem kalter Stimme. Ich konnte mich in dieser Situation nicht einmal dazu durchdringen zu schreien. Die einzigen anderen Fahrgäste in der Kutsche befanden sich am anderen Ende und ich hatte Angst, dass der Mann mir oder meinem Neffen etwas antun würde, wenn ich schrie. Er ließ mein Handgelenk nicht los und sagte immer wieder, »Verhalte dich ganz natürlich.« Der verbleibende Teil der Reise schien eine Ewigkeit zu dauern und ich wusste schon damals, dass kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen war, da dieser Mann mich nicht loslassen wollte. Schließlich erreichte der Zug Aberdeen und der Mann sagte mir, ich solle meinen Neffen wecken, ihn nicht erschrecken und ihm sagen, dass wir den Abend bei diesem netten Mann verbringen würden. Er hielt meine Hand, als wir aus dem Zug stiegen und ich hatte das schlimmste Gefühl, als ich wusste, was passieren würde, wenn dieser Mann uns zu seinem Haus zurückbrachte. Plötzlich wurde ich in einem Haufen von Körpern zu Boden geworfen. Die Polizei hatte den Mann überwältigt und verhaftete ihn. Als ich auf die Beine kam, ergriff ich die Hand meines Neffen und rannte nur ein paar Meter, bevor ich völlig zusammenbrach. Die Polizisten trösteten mich und sagten mir, dass der junge Mann, der auf der anderen Seite des Waggons sein Buch las, bemerkt hatte, was vor sich ging und eine SMS an die britische Verkehrspolizei geschickt hatte, deren Nummer überall an den Wänden des Zuges auf Plakaten steht. Ich brauchte ein paar Minuten, um alles zu verarbeiten, aber es gelang mir, die Fassung zu bewahren und mich bei der Polizei zu bedanken und dem Mann, der die SMS geschickt hatte, meine Dankbarkeit auszudrücken. Ich konnte nur ein paar Worte mit ihm wechseln, aber ich werde ihm für immer dankbar sein, denn er hat mich vor einer schrecklichen Nacht bewahrt und mir und meinem Neffen möglicherweise das Leben gerettet. Die Polizei brachte mich und meinen Neffen freundlicherweise zurück nach Dundee, wo mein Bruder und seine Frau sehr erleichtert waren, uns zu sehen. Der Vorfall liegt nun schon einige Zeit zurück, aber er hat mich nachhaltig beeindruckt und ich achte immer darauf, dass ich, wenn ich spät nachts unterwegs bin, von jemandem begleitet werde und nie wieder Gefahr laufe, meine Haltestelle zu verpassen.